Liebe Trader, es ist Montag, der 15.08.2022. Mein Name ist Dirk Legan und ich begrüße euch heute zu unserem Loro Monday Meeting. Ja, die ersten posten schon, die kennen das schon, ne? Also Ton ist gut, Bild ist in Ordnung, ja super, Nutzersicherheit. Auch wie immer eingeblendet der Nutzersicherheit, der Disclaimer. Wo habe ich ihn hier? Na, also der Haftungsausschluss. Wenn wir Trades zeigen, dient das nicht, ja, oder ist keine Anregung, um selber diese Trades einzugehen. Und wenn ja, dann eben auf eigene Verantwortung. Verzichte hier auf das Vorlesen, nur zur Sicherheit eingeblendet. Und wie gesagt, dieses Monday-Meeting wird auch wieder aufgezeichnet. Da ist es dann auch noch mit drin. Also das nur zur Sicherheit, das können wir dann ja, ausmachen. Okay, was habe ich vorbereitet? Erstmal, ach so, vielleicht erstmal, ich habe natürlich wie immer oder wie so oft übersehen, dass zum Teil in Deutschland heute ein Feiertag ist. Das kann man natürlich auch leicht übersehen, ne? Das ist also auch nur in den katholischen Bundesländern. Aber anyway, ne? Also wir sind ja trotzdem ausreichend Leute. Ne? Ich hatte noch einige schon abgesagt, die heute irgendwie grillen oder irgendwas anderes machen. Also sorry for that, ne? Ich müsste vielleicht häufiger mal auf die deutschen Feiertage gucken. Hab halt immer das Problem, muss mir die dominikanischen Feiertage angucken, die US-Feiertage und dann auch die deutschen Feiertage. Also dann ist beinahe jeden Tag irgendwie ein Feiertag. Aber ja, ist ja auch gut so. Okay, also was habe ich heute als Thema, sozusagen den zweiten Teil zum Thema Marktmodelle? Da war ich ja mit dem Backtest noch nicht ganz durch. Ich hatte ja beim letzten Mal, letzten Montag, einzelne Modelle gezeigt und heute wollte ich den Gesamt-Backtest euch einmal zeigen und zeige dann natürlich auch mal ein paar offene Trades. Das sollte heute so das Schwerpunktthema sein. Wir können natürlich auch gerne andere Themen besprechen. Was macht so der Markt und so fort. Aber das werden wir dann im Zusammenhang mit den einzelnen Modellen dann vielleicht nochmal näher beleuchten können. Hier das als Einleitung, das finde ich eigentlich ganz gut, dass dieser Cartoon von, wie heißt der immer, das unten abgebildet, Hedge Eye, ne? Passt irgendwie ganz gut, einmal Hedge und dann Eye, irgendwie so eine Kombination, den ich recht gut finde, der macht tolle Sachen. Und hier irgendwie so zu den Marktmodellen. Wir haben also hier, ne, wo ist mein Zeichenwerkzeug? Das hatte ich doch erst schon offen. Schon wieder ausgemacht, toll. Kleiner Moment, muss das nochmal aufmachen. So, da sind wir. Ne? Also hier, das könnten im Prinzip ja unsere 10 Marktmodelle sein, ne, die dann irgendwie unsere Warnung vor so einem Absturz angeben. Ne? Und dann hier nochmal, ne, sind allerdings nur 9 Zeichen. Ne? Und dann stürzen sie hier ab, die Bullen. Ne? Und no one could have predicted this. Ne? Also passt irgendwie ganz gut zum Thema, aber das nur so zur Einleitung. Also ich habe ja so einen Börsenbarometer jetzt entwickelt, der sich sozusagen aus all diesen 10 Marktmodellen von mir zusammensetzt. Jedes dieser Marktmodelle ist dahingehend quantifizierbar, dass es einen Prozentwert ergibt von 0 bis 100 und dass diese 53,21 ist halt der aktuelle Mittelwert, der hier abgebildet wird und wir sind hier halt im neutralen Bereich. Im Backtest selber habe ich so die Grenze jetzt 50 genommen, aber da kommen wir noch drauf. Gucken wir uns erstmal im Einzelnen an, wie die denn jetzt aktuell aussehen, diese Marktmodelle. Wir sehen hier doch eine relativ breite Streuung. Das ist aber gut so, damit die nicht alle miteinander sehr stark korrelieren. Ne, wir haben hier immer noch dieses Loro-Wohler-Stop-Modell, liegt nur bei 10%. Das arbeitet auch auf Wochenbasis. Das ist dann auch nicht ungewöhnlich. Es schaltet, ist relativ behäbig und schaltet relativ spät erst ein, aber eben auch sehr früh aus. Also das hat schon Vorteile. Also gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Dann hier nur Stock Exchange der Werte über ihrem 50er Gleitendurchschnitt, über ihrem 200er Gleitendurchschnitt, den Volatilitätsindex hier auch quantifiziert, liegen wir zurzeit bei 44%, sind wir also noch leicht negativ. Positiv wird es erst dann, wenn wir unter die 17er Marke fallen. Da hatte ich auch den Backtest schon gezeigt beim letzten Montag. Dann hier New Highs versus New Lows, ja auch so im neutralen Bereich. Und was ganz gut aussieht zurzeit, ist der Bullish Crescent Index. Also erstmal über die Gesamtaktienlandschaft und dann auf dem NDX, ja, das läuft dann natürlich so ein bisschen besser sogar noch, ne? Also, dass die Werte im Nasdaq natürlich noch stärker gelaufen sind, sieht man hier auch ganz deutlich. Hier werden ja die Point-and-Figure-Werte abgetragen, zeige ich jetzt nicht, das kennen die meisten von euch. Und das Sentiment eher, ja, auch so nah neutraler Bereich, eher
negativ für den Aktienmarkt. Das müsste sich auch leicht verbessern noch. Und die Advanced Decline Line, die ist ziemlich stark nach oben gelaufen, ziemlich weit vom gleitenden Durchschnitt entfernt. Im Backtest war hier der SMA 60 am besten, deswegen habe ich den hier auch genommen. Da liegen wir im Prinzip 100% von diesem gleitenden Durchschnitt entfernt. Das ist also ein klar positives Signal. Und dieser internationale Stock-Klima-Indikator, der ist eher noch negativ, das heißt also weltweit, die Aktienmärkte haben natürlich noch nicht so angezogen, natürlich auch klar vom Tiefpunkt ein bisschen erholt, aber nicht so stark wie in den USA, deswegen ist das hier noch negativ und der Mittelwert ergibt halt das. So, und wenn man diese Werte jetzt einmal historisch abträgt, ne, habe ich hier mal die Tabelle für euch, da habe ich also die Daten gesammelt, ne, hier oben seht ihr hier die einzelnen Modelle, ne? Also hier die hier oben, ne, in der Überschrift, daraus ergibt sich dann ein Gesamtmittelwert. Ne? Ich hatte ja gesagt, wir liegen irgendwo, ja, jetzt hier, das war jetzt vom Wochenende noch 54,20, jetzt sind wir wieder bei 53 und ein paar zerquetschte. Und diese Sachen kann man eben auch sehr schön zurückrechnen. Ne? Okay, hier wird es dann dünn, ne? 97, okay, ne? Aber so ab, ja, so ab 2000, haben wir da ganz gute, haben wir dann, glaube ich, alle zusammen. Und wenn man dann hier am Rande dann halt immer dieses Barometer abträgt, mal sehen, wo habe ich denn dann angefangen, damit man ausreichend Werte hat. Okay, Start ist hier der 2003, da hat man zumindest schon, schade ist dann die Finanzkrise nicht mehr drin, aber da sind zumindest 9 von 10 Marktmodellen aktiv davor, wären dann ja so 7 aktiv, die kann man dann natürlich auch testen, aber ich habe jetzt erstmal hier ab 2003 das getestet, sind ja dann auch die großen Krisen mit drin. Okay, gucken wir uns das mal an. Was habe ich gemacht? Achso, ja, okay, gehen wir hier nochmal zurück. Also relativ einfach, immer wenn der Mittelwert dieses Bar, also dieser Bar, dieser Barometer über 50 ist, dann ist es halt positiv, dann geh long im SPY und sonst geh raus. Ne? Dadurch hat man folgendes Modell, da kommen wir noch drauf, also LBB, Barometer, ist das jetzt logarithmisch? Gucken wir kurz rein, das ist wieder im Weg. Mal Log Scale, ist, na, brauchen wir nicht gar nicht, okay. Das ist sozusagen das Marktmodell, jetzt getestet ab 2003 und ihr seht, und darum geht es auch im Wesentlichen, dass die großen Korrekturphasen rausgemittelt sind. Ne? Also 2020, ne? Die Corona-Crash, den sieht man hier kaum, das ist relativ stabil gewesen, das System. Dieses Jahr, ja okay, hat dann ausgeschaltet, war überwiegend flat, war dann also überwiegend dieses Jahr oder glaube ich geradezu ausschließlich der Wert unter 50, das heißt, das als Filter, und das ist ja die Grundidee, wenn das als Filter irgendwie verwendet wird, funktioniert das relativ gut. 2008, ja, auch überwiegend aus, ne, natürlich vorher auch so ein bisschen was abgegeben, ist aber völlig okay, das System. Ich würde jetzt, also da kommen wir gleich drauf, kein Moment, erstmal im Chat, was steht da? Nimmst du beim AI den absoluten Wert und nicht als Kontraindikator? Also gucken wir uns nochmal den American Association of Individual Investor Sentiment Wert an, wie berechne ich das? Dann kommen wir hier gleich nochmal drauf zurück. So, gucken wir das mal an. Rufen wir das mal auf. Und was wir relativ neu drin haben, ist dieser Skalenbereich. Wo ich das Zeichen gehabt habe. Wo ist es denn wieder? Da, okay. Verschiebt sich irgendwie immer. Okay, also was hier relativ neu ist, hier ist der Kram. Früher haben wir mal den Kram hier betrachtet. Und was hier berechnet wird, ist der Bull-Bear-Spread. Der ergibt hier einen -5-Wert. Gucken wir uns das mal hier oben an. Wie kommt das zustande? Das ist relativ einfach zu berechnen. Man rechnet also die Bullen von 32,2 -36,7. Das ist hier ohne Nachkommastellen, ergibt dann hier diese -5. Das heißt, was drückt das aus? Minus bedeutet halt, wir haben weniger Bullen als Bären im Markt. Und ich nehme es eben nicht mehr als Kontraindikator. Und das sehen wir hier eben auch in der Tabelle. Gucken wir uns das hier mal an. Bei dem Spread gehen wir mal auf den aktuellen Spread vom Wochenende. Oder das ist immer noch derselbe. Da haben wir ein Spread von 45,5. Nee, genau, sorry, hier. -4,5, also der Wert hier ist nicht 5, sondern konkreter gesagt 4,5. Das sieht man dann, wenn man die historischen
Daten hier aufrufen. Ne? Der hat ja irgendwie keine Nachkommastellen hier in dieser Skala, aber ist ja egal, minus 4,5. Das ist sozusagen, diesen Wert ziehe ich von 50 ab und das gibt dann ein AI-Spread in Prozent von 45,5. Das heißt, je mehr Bullen als Bären sind, da muss ich selber ein bisschen aufpassen, das ist dann positiv fürs Marktmodell. Und ihr seht auch hier, das überwiegend erst jetzt ist das positiv geworden. Also die letzten Tage ist das erst positiv geworden. Und wenn man das ganze Jahr mal über anguckt, wo geht das Jahr los? Irgendwie hier, 3.1. Der Spread, da war der Spread noch positiv, aber am 6.1. bis jetzt kurz, also zwischendurch war da nochmal im März bei diesem Peak dann nochmal kurz positiv hier in diesem Bereich, aber die überwiegende Zeit war es negativ. Das bedeutet, negativer Spread bedeutet halt mehr, weniger Bullen als Bären. Und das ist eben kein Kontraindikator, sondern es nimmt exakt die Situation, wie hier dargestellt ist. Also was ist positiv als Marktmodell, wenn wir also mehr Bullen als Bären haben? Und das liegt einfach daran, dass eben es eben die Leute irgendwie besser geworden sind. Man kann es nicht mehr als Kontraindikator nehmen, es sei denn, man untersucht jetzt extreme Werte. Dann geht das natürlich auch als Kontraindikator. Aber ich hatte ja beim letzten Montag, guckt ja nochmal in das Video, wenn euch das interessiert, rein. Findet ihr ja auch mal im YouTube-Channel, da seht ihr das, die Aufzeichnung. Da hatte ich ja gezeigt, dass wenn man die letzten Krisen nimmt, waren offensichtlich die Leute ganz gut positioniert. Also wenn tatsächlich mehr Bullen als Bären sind, dann ist offensichtlich, liegen wir in einem guten Markt. Wir haben ja gesehen, dieses Jahr war es umgedreht, das Bild, mehr Bären als Bullen. Und es war die ganze Zeit eigentlich auch überwiegend gut im eher Außenmarkt bzw. Short zu sein. Zurück zum Backtest. Also ihr seht, wenn man danach tradet, also ich gehe nochmal im Chat ein, okay, danke. Also ihr seht, wenn man danach tradet, funktioniert sehr gut. Man kann das eben auch als Filter nehmen für andere Modelle. Was ich selber mache, ich trade natürlich auch einzelne Modelle aus diesem Universum beziehungsweise diesen 10 Marktmodellen. Das hatte ich ja beim letzten Mal zum Teil gezeigt. Das funktioniert dann noch ein bisschen besser, gerade in der Kombination. Wenn man also jetzt nicht das Gesamtpaket handelt, ne, das kann man als Signal nehmen, wie hier oben abgebildet. Wo sind wir? Ne, wie bei diesem Bild, ne, sehen wir natürlich, das kann man schön als Warnmodell nehmen, aber wenn man wirklich danach tradet, kann man auch, man kann danach traden, dann hat man irgendwie so 10% per Anno, gucken wir mal rein, was hat der eigentlich per Anno? Ja, also 10%, ne, also dieses Jahr wäre man dann irgendwie, war da zwischendurch kurz mal positiv bei minus 4,76, ist okay. Also ich trete dann doch lieber die Einzelmodelle, aber als Marktmodell, als übergeordnetes Marktmodell oder als Filter ist das eine coole Sache. Und was man natürlich auch nehmen kann, ist, dass man das sozusagen auch als Investitionsgrad nimmt. Dass man also sagt, okay, wir liegen jetzt hier bei 53,21. Das heißt, das ist auch die Grundidee dieser Modelle, dass man sagt, okay, ich bin jetzt, wenn ich jetzt irgendwie 100k Depot habe, dass ich dann eben nur mit 53% zurzeit investiert bin, dass man sozusagen diesen Wert irgendwie so als Maximalinvestitionsgrad auch nimmt. Das führt eben dazu, dass man eben nicht die Problematik hat, ein Depot an- und auszuschalten, ne, sozusagen alles zu kaufen oder alles zu verkaufen, sondern man ist eben dann eben sukzessive prozentual entsprechend positioniert. Und das ist deutlich besser, als wenn man sozusagen ja ein- und ausschalten muss, weil dann schaltet man häufig genau dann aus, ne, wenn es gerade kurz vorm Erholen wieder ist und umgedreht. Das ist also nicht so der richtige Hit. Die Einzelmodelle zeige ich dann im Trading Camp, wahrscheinlich im Oktober, bin ich so relativ weit durch und dann muss ich halt noch die Einladung schreiben, das schicke ich dann raus. Also da werde ich aber dann demnächst auch noch drauf hinweisen. Das Marktmodell an sich, das kann man auch testen, ne, auf LoroTrader. Ich rufe das mal auf, wir haben ein bisschen Zeit. Also nochmal in den Chat reingucken. Ist ein arithmetisches Mittel, ja.
So, und damit jetzt kommt der langsam. Also hier habt ihr auch mal die Möglichkeit, wenn ihr hier reingeht, auch mal dieses Marktmodell zu testen. Also einfach hier einfach die E-Mail reintragen, Name, E-Mail, dann kann man das mal einen Monat sich angucken und kann dann eben mal gucken, wie ist das aufgebaut. Dann gibt es dann eben auch am Wochenende diesen Flyer hier, der hier abgebildet ist, wo ihr das dann nochmal im Einzelnen detailliert seht, auch die Berechnung und so weiter. Wie sind die einzelnen Modelle, wie stehen wir davon? Das mache ich dann am Wochenende, beziehungsweise wir haben eine Skype-Gruppe dazu, wo wir dann auch die einzelnen Signale posten, wenn sich hier großartig was verändert. Moment, sind wir ja so im gelben Bereich, das eiert so ein bisschen rum, das ist aber auch gut so. Und dann werden wir sehen, wenn sich was ändert, dann posten wir das dort, beziehungsweise schicken wir dann per Mail dann rum. Also hier kann man, wer dann Interesse hat, sich hier gerne auch eintragen. Okay, mal für einen Monat testen als Hinweis. Okay, wo sind wir jetzt? Da. Signalservice, ja, dann für die Einzelmodelle haben wir noch einen Signalservice, uninteressant. Ich habe jetzt auch meine Depotstruktur noch ein bisschen erweitert. Ich trete, wir haben einmal in Tastyworks, TW steht hier für Tastyworks, da trete ich mir, mache ich mir so Trendfolge. Da werde ich auch demnächst auch mal eine eigene Session machen, Monday Session zum Thema One-Hour-Trading, also mehr Intraday-Trading, bitte ein bisschen im Stundenchart, dieses ganze Modell, was ich da fahre. Das ist mega erfolgreich, das ist bisher dieses Jahr am erfolgreichsten. Das müsste ich aber dann mal genauer erläutern, obwohl das wäre vielleicht auch mal so ein Thema für so ein Webinar, weil, wie gesagt, das sehr, sehr ja, gut konzipiert ist und eben auch nicht so weit weg ist vom Markt. Ich mag das gerne. Es ist immer nur eine Frage, wie weit man Zeit dafür hat. Aber das funktioniert ausgezeichnet. So, kurz nochmal eure Fragen. Ja, man könnte auch einen Median nehmen. Ich glaube, der liegt gar nicht so weit vom Mittelwert, vom Mean entfernt. Könnte man ausprobieren, ob sich da viel ändert. Ne? Also, also was ist hier mit gemeint? Ne? Also der Median ist der mittelste Wert. Ne? Also der Wert, der in der Mitte liegt, genau exakt. Bisschen können auch zwei sein, dann, wenn es gerade dann ungerade ist. Aber nee, gerade ist. Und das, aber ich glaube nicht, dass das viel ausmacht. Könnte man auch testen, ja, durchaus möglich. Ich gehe mal davon aus, dass es das aber nicht allzu viel ausmacht. Ne? Also die Idee ist jetzt hier nicht einen Mittelwert zu berechnen mit diese 10 Marktmodelle, sondern oder für die Einzelmodelle. Ich weiß nicht, worauf sich das hier bezieht. Man kann das auch bei den Einzelmodellen machen. Da habe ich ja auch eher, ja, ist auch eher so ein Mittelwert. Aber das Gesamt über den Median laufen lassen, ginge auch. Aber ich glaube nicht, dass es das allzu viel ausmacht. Das müsste dürfte nicht allzu viel ausmachen. Okay, aber das müsste man sich angucken. Danke für die Anregung. Ja, okay. Dann habe ich, was wir bereits immer schon hatten hier oder schon relativ lange im Laufen haben, sind 4 Rotationsmodelle im TC, auch auf einem TC-Work Depot, also ein weiteres TC-Work Depot. Da mache ich adaptive Asset Allocation, dann Bond-Rotation, Global Rotation und Defense Asset Allocation. Die zeige ich heute auch gleich mal. Die laufen extra auf einem Depot und diese ganzen 10 neuen Marktmodelle lasse ich jetzt bei IB laufen. IB ist gar nicht so ideal. Ne? Ich war jetzt überrascht. Ich hatte also auch ein Modell eingeschaltet. Ach so, ja, das war dann irgendwie Signal unter anderem in den Convertibles. Und bei IB muss man sich, wenn man Convertibles, also das ETF, CBB, Bonds, Convertibles traden möchte, muss man sich für Leverage-ETFs neuerdings freischalten lassen. Okay, das ist nur ein Häkchen, aber wenn man dann gerade am Traden ist, ist es ziemlich nervig. Bei Tastyworks hat man mit diesem ganzen Gammel überhaupt nichts zu tun. Ne? Da alles, was es da so gibt, da ist man freigeschaltet. Außer, glaube ich, Optionen muss man, glaube ich, einmal einrichten für einen. Aber bei IB lässt sich mal irgendwie was Neues einfallen. Ne? Ich meine, das ist noch nicht mal ein Leverage-Teil. Ne? Also was ist ein Convertibles? Convertibles ist überhaupt kein Leverage-Teil und aber trotzdem kriegt man eine Warnung und muss dann in seiner Kontoführung dann sich freischalten lassen, damit man Leverage-ETFs handeln kann, obwohl CBB noch nicht mal ein Leverage-Teil ist. Also völliger Schwachsinn, IB, es nervt so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich trete das nur zur Übersicht, dann diese 10
neuen Marktmodelle, die ich dann auch im Trading Camp vorstellen werde bei Interactive Brokers. Aber wie gesagt, ja, da kommt noch Commission hinzu, ne? Immer ja, Minimum $1, ne? Ist auch nicht so ideal. Also TC Works ist nicht definitiv besser, aber ich finde es auch ganz gut, wenn man mehrere Depots, dass man mehrere Depots dann streut, beziehungsweise besser bei unterschiedlichen Brokern das wird. Aber wie gesagt, IB gefällt mir immer weniger. Ne? Also wirklich, Tastyworks ist eine klasse Sache. Wenn man hier solche Geschichten, die wir heute besprochen haben, macht, ist Tastyworks definitiv zu bevorzugen aus mehreren Gründen. Ne? Also bei IB wird man, finde ich, nur gegängelt und nervt einfach nur rum. Okay, dann was mache ich da im Einzelnen? Also in diesem Trenddepot, hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt oder zuletzt im Law, im Live Option Room bei Optionsuniversum. Bin überwiegend zurzeit in Bonds drin. Einfach deswegen, weil ich diesen anderen Werten kaum irgendwo Einstiegssignale bekommen habe, beziehungsweise machen wir mal ein Beispiel, was ist denn fett gelaufen? Gucken wir uns mal den Nasdaq an. Na, damit das klar wird. Also wir hatten ja hier zuletzt diesen schönen Aufwärtstrend, der immer noch intakt ist und heute offensichtlich fortgesetzt wird. Ne? Zur Eröffnung sah es ein bisschen anders aus. Aber anyway, da kommt man auf Daily-Ebene kaum rein, weil gut, hatte hier zuletzt ein Beinahe-Dip und einige andere Werte. Was haben wir denn hier? Mal irgendwas gucken. ARK. Haben sich auch gut erholt, die eher nicht. Ne? Convertibles, ja, da. Also die Bonds kommt man eher rein und die Bonds tendieren ja auch mehr dazu, sich vielleicht eher und vielleicht ein bisschen eher und nicht ganz so schnell zu erholen, aber vielleicht eher zu erholen. Zumindest historisch war das immer so. Und deswegen bin ich überwiegend in Bonds drin. Ne? Also ich bin ja hier, jetzt Lateinamerika, gucken wir mal, sollen wir dann ein bisschen was hier eingeben. Also zum Beispiel die Municipalbonds. Ne, die sind jetzt nicht so natürlich prozentual, längst nicht so stark, wie natürlich so der ganze Aktienbereich gelaufen ist in bestimmten Bereichen. Aber die Anleihen, wenn das Insolvenzrisiko nicht mehr auf dem Tisch liegt, so wie jetzt, erholen sich dann doch relativ schnell. Ist natürlich jetzt von den Zinsentscheidungen abhängig, aber das ist alles eingepreist. Und diese Unternehmensanleihen, ja, da gibt es natürlich jetzt auch mehr Zinsen, sodass, denke ich mir, gerade hier dieser Anleihenbereich hochinteressant ist, wenn man jetzt sich zumindest mal für so eine Erholung positionieren möchte. Ne? Gucken wir uns mal das im längeren Bild an. Im Wochenchart, wir sehen hier die Krise 2020, also diese V-förmige Erholung ging in den Anleihen noch drastischer vonstatten. Also wir haben hier vergleichen wir das mal, machen wir mal den QQQ dagegen, der ja auch ziemlich V-förmig gelaufen ist. Ne? Hier sehen wir die vergleichbare Krise 2020. Ne? Das ist also eher so ein etwas breiteres V. Ne? Und wenn ihr euch mal die Unternehmensanleihen anguckt, wie eben nochmal zurück, also das ETF dazu ist LQD, das ist ein US-Unternehmensanleihen. Es gibt das natürlich auch international. Und hier sehen wir eben diese schnelle Bewegung, dass diese Übertreibung, okay, hier spielt er natürlich auch noch mit rein, dass irgendwann die Fed dann sagte 2020, ja, wir kaufen Anleihen auf. Ne? Das führt natürlich dann auch wieder zur Beruhigung dieser Märkte. Aber ihr seht hier, das reagiert in der Regel relativ schnell. Und wir haben das auch 2008 gesehen, da liefen ja auch eher die Anleihen stärker nach oben, ne? Also gegenläufig zum Aktienmarkt. Und hier ist definitiv starker Nachholbedarf. Ne? Also gut, das ist prozentual natürlich weniger. Wir liegen ja roundabout, sagen wir mal, bei 115 und hier im Top waren wir bei 140. Aber dafür ist es natürlich auch ruhiger und wirft dann auch noch zusätzlich Zinsen, also Zinsen in Form von Dividenden ab. Und das ist natürlich ja leichter zu treten und der Abstand dann vom Stopp ist dann prozentual nicht so weit, sodass ich zurzeit mehr in diesem Anleihenbereich engagiert bin, weil ich eben noch keinen Einstieg gefunden habe, außer natürlich in diesen ganzen Stundenchartgewusel, aber auf Daily-Ebene finde ich im Moment kaum Rücksetzer in diesen starken Bewegungen, die wir zuletzt nach oben gehabt haben, sodass ich zurzeit im Depot ausschließlich in den Anleihen drin bin. Zwischendurch hatte ich mal ein paar Aktien, aber im Anleihenbereich, das ist konstant und läuft gut nach oben. Dazu vielleicht auch das Video vom 2. Juli.
ne, also schon ein bisschen länger her, hier von Ramin Nakisa, den ich ausgezeichnet finde. Das ist einer, der lebt in der Nähe von London. Ich glaube sogar, wir haben es mal persönlich sogar mal, also nicht persönlich großartig diskutiert, aber auf irgendeinem Treffen da in London mal, glaube ich, habe ich da auch mal einen Vortrag von ihm gehört, aber bin mir da nicht ganz sicher. Anyway, der macht gute Videos und hatte hier am 2. Juli dann auch nochmal in seinem Video erklärt, warum man dann ja Pro und Contra für Bond Investing. Das ist, wenn man das sozusagen als Aufhänger nimmt, 2. Juli, ein ganz guter Zeitpunkt gewesen, um sich das anzutun. Das war für mich auch so ein bisschen der Anlass, da nochmal mich näher umzusehen, zumal weil gerade die Anleihen auch sozusagen einer meiner Steckenpferde ist. Also das war super coole Sache. Dann gucken wir uns mal die einzelnen Rotationsmodelle an, die ich auch bei Tastyworks am Laufen habe, außer LIR, das ist neu, diese anderen vier, LAA, LBR, LGR. Und wir gucken mal, was sie überhaupt zurzeit machen. Diese adaptive Asset Allocation, kurz gefasst LAA, ist zurzeit mit 40% in QQQ. Also zum Zeitpunkt der Rotation, da wird nur einmal am Ende des Monats rotiert, muss man also einmal im Monat Viertelstunde arbeiten, das ist also wenig zeitintensiv, war zu dem Zeitpunkt 40% im Nasdaq, 60% in TLT. Würde man heute rotieren, gehe gleich noch auf eure Fragen ein, da können wir mal machen, dann hat sich dieses Verhältnis verschoben. Da wären wir, wenn man also heute letzter Börsentag wäre, würde man, ich führe das mal aus hier, erarbeiten, dann wären wir 40% in TLT, also zugunsten zu QQQ, Gold immer noch nicht, Gold ist immer noch null, ne, aber es verstärkt sich im Bereich der Aktienmärkte. Das zeigt hier auch hier dieses Modell, dass wir eine deutliche Erholung haben, wenn wir uns den Backtest dazu mal angucken. Sehen wir auch dieses Jahr hat das auch ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ja, aber es geht eben noch mit minus 5, hat im Durchschnitt so 12%. Wie gesagt, dafür, dass man nur einmal im Monat was tun muss, ist das ganz gut. Und dieses Jahr ist auch noch nicht vorbei. Ne? Also 2020 sogar 40%, ne? War natürlich top. Also das läuft relativ ruhig. Und wie gesagt, adaptiv bedeutet hier letztendlich, dass man keine feste Allokationsprozente hat, sondern man guckt halt, beziehungsweise das Programm guckt, was war in den letzten 3 Monaten die beste Allokation, die beste Kombination, spielt die alle durch und wählt dann die Kombination aus, die in den letzten 3 Monaten am besten gelaufen ist. Und ja, das, wie gesagt, ist wieder aktiv und das ist das Interessante, das ist überhaupt das Hauptthema, was ich heute auch mit zeigen wollte. Ne? Wir sehen hier, gerade oben, oder das ist vielleicht auch schlecht zu sehen, es hat natürlich abgegeben, aber eben zuletzt erholt sich das Ding wieder. Ne? Das ist auch so ein Zeichen, dadurch, dass eben auch die Börsen sich wiederholen, das ist jetzt auch wieder engagiert im Markt, das sehen wir auch hier dran. Dunkelgrün als Hinweis ist sozusagen, wenn er flat ist, nicht dabei ist, hellgrün ist sozusagen, wenn er investiert ist und gerade hier für euch kaum zu erkennen, er ist zumindest wieder zum Teil dabei und deswegen ja, bin ich ganz froh, tut sich wieder ein bisschen was, wieder was zu tun, sonst hatte man überwiegend dieses Jahr in den Rotationsmodellen letztendlich wenig zu tun, außer irgendwelche Parkpositionen laufen zu lassen. Wollen wir fragen? Aber ich lese das mal vor, aber gerade QQQ, man müsste doch mittlerweile total überkauft sein, oder? Ne, SPY natürlich auch. Natürlich sind die alle überkauft. Ne? Also wenn wir das jetzt über dem RSI 2 zum Beispiel messen, liegen die alle, können wir nochmal reingucken. Ich glaube, QQQ haben wir noch auf. Oder machen wir den hier mal auf. QQQ liegen alle. Ne? Wir haben einen RSI-Wert von ja beinahe über 90. Ne? Das zeigt deutlich das, was du gesagt hast. Natürlich ist das überverkauft, aber dieses Handelsmodell guckt jetzt nicht auf die kurzfristige überverkauft oder ja, umgedreht überverkauft oder überkaufte Situation. Das ist da nicht als Filter drin, sondern geht stur dann jeden Monat da durch, immer am Ende des Monats. Hat dann auch noch ein Profit-Target mit drin innerhalb des Monats. Also wenn jetzt wieder ein Monat Rotation, also ich arbeite das stur ab, diese Signale ohne, diese Regel ist da nicht drin, würde auch ja, vielleicht auch kontraproduktiv sein in dieser Geschichte, würde nicht ganz dazu passen. Das habe ich dann in anderen Modellen mit drin. Also klar, alle Indizes zurzeit sind stark überkauft.
ganz klar. Ne? Ändert aber nichts an diesem Handelsmodell. Ne? Also das ist keine Regel dieses Handelsmodell und das ist hier nicht berücksichtigt. Natürlich, ganz klar, das ist natürlich schon ein wichtiger Hinweis. Ne? Und das ist ganz gut, diese Anmerkung von Lukas hier, dass nehmen wir an, heute wäre der letzte Tag im Monat, dann müssen wir mit was war das, 60-40, ne? 60% in QQQ und 40% in TLT reingehen und dann sieht man hier dieses Chartbild, beziehungsweise das hat man sowieso ständig im Kopf und ja, man müsste das umsetzen und das sollte man dann auch umsetzen, also man sollte nicht dann sozusagen diese zusätzlichen Kriterien im Hinterkopf haben und jetzt zum Beispiel anfangen, da diskretionär in so ein System einzugreifen. Ne? Das ist dann, führt dann eher zum Nachteil. Da kann natürlich auch manchmal besser sein. Also mir würde es auch schwer fallen, heute jetzt zu 60% QQQ zu kaufen. Aber wenn das System das so sagt, sollte man sich, empfehle ich zumindest, sich stur an den Handelsregeln zu halten. Was man natürlich machen kann, zu gucken, ob jetzt zum Beispiel so eine Regel überkauft oder überverkauft, wenn man das ins Handelssystem und dazu entsprechend einen Backtest macht, ob das zu einem Mehrwert führt, das kann man natürlich machen, aber das ist hier, würde sowieso nicht richtig reinpassen, aber da muss man sich von lösen, ne? Also das muss man stur dann abarbeiten und dann sozusagen diese zusätzlichen Erkenntnisse oder das zusätzliche Wissen, was man hat, dann ausblenden, das ist besser. War allgemein gefragt, natürlich, klar. Natürlich, klar, überkauft. Ne? Wir haben ständig irgendwie überkauft Signale. Das sehen wir hier an diesen roten Pfeilen hier unten beim RSI 2. Wenn er dann wieder die 90er von oben nach unten durchstößt, dann gibt es halt diesen roten Pfeil. Also, aber wir sind halt in einem schönen Aufwärtstrend. Und wenn man sich das funktioniert noch besser im 1H. Ne? Da sehen wir das, ne? Mit einer kleinen Unterbrechung läuft das wunderbar. Das kann man gut reden. Da sind so einige Werte, die klasse laufen hier in diesem Bereich. Okay, wieder zurück, die Ebene. Also sehen wir, also das funktioniert gut. Und es ist mal wieder an. Da bin ich ganz froh, endlich mal wieder was zu tun. Und ja, okay. Dann das nächste Modell. Was haben wir hier? Glaube ich, Bondrotation. Auch erst wieder kürzlich wieder an, weil die Bonds halt wieder laufen. Also sagen wir, ich glaube so 2 Monate. Das wird ja wöchentlich rotiert. Das hier oben, LA, wird monatlich rotiert. Das ist eine wöchentliche Rotation. Aktuell ist man in MUB. Das sind die Munis, die sogenannten Kommunalanleihen auf Deutsch. Und CWBs und die Convertibles, also die auf Deutsch Wandelanleihen, sind da drin in diesem ETF. Und die sind halt im Moment on. Auch stark überkauft. Ne? Also wenn wir uns mal MUB angucken oder CWB, naja, nicht ganz so stark, ne? Eher ruhiger. Was ist CWB? Ist ja dann auch so ein bisschen vom Aktienmarkt abhängig. Da sehen wir ganz klar stark überkauft. Ne? Aber wöchentlich funktioniert das ganz gut. Gucken wir mal rein, was der Backtest uns sagt. Und Rotation, also wöchentlich liegen wir dieses Jahr auch noch mit -3% hinten. Das ist aber jetzt nichts Dramatisches. Das ist jetzt auch kein System, was besonders stark Gas gibt, aber hat so im Durchschnitt so seine 10% Performance per Anno. Das ist ja auch mehr als Beimischung oder als Paktmodell gedacht. All diese Modelle, die ich euch zeige, sind eher die Idee, dass man sozusagen das zusätzliche Geld, was normalerweise irgendwie auf den Konten nicht arbeitet, dass man das arbeiten lässt über diese entsprechenden Handelsmodelle, weil wenn ich Optionstrading mache oder irgendwelche anderen Geschichten mache, dann brauche ich gar nicht so viel Kapital, dann kann ich eben hier das Kapital arbeiten lassen. So, Vermögenskurve sehen wir eben auch hier. Das war also ein großer Teil dieses Jahr aus und das für euch kaum zu sehen. Hier am Ende tut sich wieder so ein bisschen was. Ne? Also auch die Bonds kommen wieder ins Laufen. Das ist schön und ja, auch hier wieder ein bisschen was zu tun. Das nächste Marktmodell, was haben wir da? Ja, das ist Global Rotation. Das war überwiegend das Jahr, was immer noch in dem US-Dollar-Index, das ist also der Index versus den Majors, also versus Euro, versus Japan und so fort. Ne? Und auch hier gibt es ein schönes Video, ich glaube, das hatte ich schon mal genannt, auch wieder von Ramin zum Dollar-Doom-Loop, ne? Wo er dann auch eben erklärt, was müsste eigentlich passieren, damit man aus diesem Dollar-Doom-Loop mal rauskommt. Ne? Also dieser Doom-Loop ist sozusagen ein
ein Modell oder eine Erklärung, warum halt dieser Dollar so stark ist, ne? Woran liegt das? Das ist sozusagen so ein Modell, was sich ständig immer wieder weiter nach oben zieht. Ne? Das erklärt er sehr schön und erklärt dann auch eben, was müsste da mal passieren, um aus diesem Doom Loop rauszukommen. Ne? Und kann ich nur empfehlen, findet am 30. Juli, das ist auch ein bisschen aktueller. Und dieses Modell ist eigentlich überwiegend dieses Jahr in UOP drin gewesen. Gucken wir uns das auch mal an. Da wird immer nur ein Wert genommen. Ne? Das läuft irgendwie seit 2003 stetig durch. Hat dieses Jahr noch nicht allzu viel gemacht, aber immerhin 3%. Ne? Nicht so wie 2020 mit 61%, war natürlich top so ein Jahr. Aber dieses Jahr, gut, Eier drum. Aber ist eben überwiegend dann, wenn man hier die Trades sich mal anguckt, im US-Dollar drin. Ne? Also wir sehen hier UOP, oh, hier zwischendurch auch mal QQQ, EPP ist Pazifikraum, hier zwischendurch auch mal Japan. Achso, das ist 21, sorry, ich muss hier auf 22 gucken, habe mich hier ein bisschen vertan. Also am Anfang des Jahres war noch im Pazifikraum, ex-Japan, glaube ich, also überwiegend das ist dann Australien Schwerpunkt. Dann UOP ist dann, ja, der Rest der Zeit wurde dann der US-Dollar-Index gehandelt. Und wenn man sich das hier mal anguckt, das sind natürlich auch, auch klare Übertreibungen. Ne? Wir sehen auch heute wieder, ne? Also der Aktienmarkt läuft mit dem US-Dollar-Index bzw. Euro-Dollar ist da ja auch mit drin. Also hier sehen wir mal weiterhin Dollar-Stärke. Ne? Das scheint irgendwie zurzeit sehr stark miteinander zu korrelieren. Heute geht es auch wieder drastisch nach oben, also für so ein ETF. Also ist aber gut. Ne? Da hat man zumindest eine Klasse, die als Beimischung eben dann auch mal dann läuft, wenn, sagen wir mal, die Aktienmärkte und die Anleihenmärkte, so wie dieses Jahr, nicht gelaufen sind. Das hatte ich auch erst die letzte Zeit dann mit reingenommen. Das war auch zum Beispiel 2008 ganz gut, dass das mit drin war. Also dann nochmal das Modell ein wenig verbessert. Das gibt es auch bei anderen Rotationsmodellen auch mit drin. Also nicht von mir, sondern auch publizierte Modelle, wo man dann eben dieses UOP drin hat. Das allerdings auch noch nicht allzu lange. Ich glaube, irgendwie Auflage war irgendwie so 2006 oder so. Seitdem gibt es das. Gucken wir uns auch mal hier die Vermögenskurve an. Relativ ja, entspannt. Und hier machen wir es logarithmisch. Ne? Läuft dieses Jahr. Ne? UOP sei Dank. Und stetig und gut, was macht das im Durchschnitt so? 20%, ne? Immerhin, 20% per anno. Dafür, dass man nur einmal im Monat was tun muss, ne? Dafür ist das schon eine ganz gute Benchmark. Das ist klasse System. Und wie gesagt, tradet immer nur ein Wert. Schauen wir mal, wenn sich das ändert. Also UOP liegt aber weiterhin deutlich vorne. Ne? Wie kann man so etwas machen? Wie vielleicht zwischendurch mal, wie screent man so etwas? Ich habe also hier diesen Loro-Scanner, den ich auch vertreibe, ist ein Java-Programm. Da kann man eben nach diesen einzelnen Werten jetzt scannen. Das läuft dann also so am Monatsende. Ne? Wie sieht das dann aus, damit man das auch mal sieht? Machen wir mal die Defense Allocation. Ich hole mir mal aktuell noch mal schnell die Preise. Sind ja nicht allzu viele Werte da drin. Vielleicht irgendwie so Rohstoffe, Anleihen, bla bla bla. Ne? So, und dann scanne ich mal danach. Ne? Dann kommen hier insgesamt sind 15 Werte drin, 15 ETFs. Und dann muss ich hier nur in der rechten Spalte sortieren nach dem stärksten Wert. Mal umgedreht. Ne? Da sehen wir, oh, IWM liegt deutlich vorne. Also UOP. Wo ist denn UOP? Ach, ich habe das falsche Modell nicht aufgepasst. Das ist das nächste Modell. Also Global Rotation. Bin schon gewundert, warum da jetzt so ein komischer Kram rauskommt. Mein Fehler. Also das nochmal, Global Rotation sind auch viel zu viele Werte, denn Global Rotation sind weniger. Und mir da jetzt auch nochmal die Preise. Mach da nochmal einen Scan. Und sind viel weniger, es sind nur sieben Werte da drin. Ne? Ihr seht, ja doch, jetzt hat QQQ deutlich aufgeholt. Ne? Also wenn heute Rotation wäre, ne, müsste man seine Kohle dann in die Nasdaq stecken. Ne? Also UOP ist nur noch auf dem viertbesten Platz. Das überrascht mich selber jetzt. Aber das ist dann halt so. Und dann würde man halt jetzt aktuell seine Kohle in QQQ stecken und aus UOP rausnehmen. Also beim nächsten Rotationstermin, das wäre der letzte
Handelstag in diesem Monat. Okay, LDAA, da können wir auch mal reingehen. Da ist er zurzeit investiert 50% in Anleihen und 50% dann im Aktienbereich. Das ist natürlich sehr angenehm. Ne? Da ist er in QQQs bei IWM zu gleichen Anteilen drin. Der ist also noch nicht voll engagiert im Aktienbereich. Das wäre, wenn alles positiv wäre. Da gibt es solche ja, Canaries, die sozusagen hier switchen. Ne, also Kanarienvögel, also heißen die auch in diesem Modell, ne, die sozusagen anzeigen, welche Pötte man dann eigentlich wählen muss. Ne. Also der ist hier noch so eher im neutralen Bereich, 50% in Anleihen, 50% gleichgewichtet hier in QQQs bei IWM, wobei IWM auch schon seinen 6% Profit-Target am 11.8. letzte Woche gerissen hat. Aber können wir uns auch mal angucken im Backtest. Das ist relativ stabil, das Ding, heißt ja auch Defense Asset Allocation. Was ist das? Ja, genau. Ne, war überwiegend eine Zeit aus, ne, und fängt jetzt auch erst wieder an zu traden. Also das überwiegend, was hier jetzt nicht drin ist, Parkposition, ne, hat natürlich auch ein bisschen was abgegeben dieses Jahr, liegt hier mit minus 1,5 hinten, aber arbeitet sich jetzt so langsam nach vorne. Ne, und das ist relativ ruhig und hat auch einen geringen Drawdown. Das hat der Drawdown von, ja, na gut, gering, minus 12%. Aber das ist eben auch ein schönes, ruhiges System, was auch relativ lange zurückgetestet worden ist. Nicht nur mit ETFs, sondern es auch publiziert, dieses Modell. Das funktioniert relativ konstant und gut. Und ja, bin froh, dass sich da wieder was tut. Und er, wie gesagt, er ist investiert hier 50% Anleihen fest im Aktienmarkt. So, und das letzte Modell, das trete ich allerdings dann bei RB, habe ich relativ neu drin. Das gucken wir uns auch mal an. Das stelle ich dann auch im, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ja, machen wir das hier besser. Das kann ich dann einzeln zeigen. Das zeige ich dann im Trading Camp. Das bezieht sich auf Ivy Location oder Sample, das Ivy Asset Allocation Modell ist das, worauf das Ivy ist bekannt aus dem Buch von Mark Farber, The Ivy Depot, ziemlich bekanntes Buch. Und die Sample wird hier benutzt, allerdings auch mit einem anderen Handelsansatz, als wie dort vorgestellt wurde. Und auch Urban Jäckle hat hier auch ein Handelsmodell drauf, wobei das aus meiner Sicht von den Kennzahlen nicht korrekt publiziert worden ist, aber es ist ein anderes Thema. Und ich habe, wie gesagt, hier ein eigenes Modell drauf sitzen und das läuft ausgezeichnet dieses Jahr. Ist überwiegend, da kommen wir gleich noch drauf, also Durchschnittswert von, ja, das erste Jahr können wir eigentlich mal rausnehmen, das ist dann nicht voll engagiert, von 23% und liegt dieses Jahr mit 70% nicht ganz vorne. Woran liegt das? Das ist überwiegend, also das ist sehr rohstofflastig, dieses IV-Depot. Da ist halt DBE, DBA und was weiß ich noch, irgendwelche anderen, das können wir hier unten ablesen, DBA, DBB, DBE und DBP ist da drin als Rohstoffbereich. Ihr seht ja auch die anderen, die hier im IV-11-Depot mit drin sind. Es gibt auch noch so ein IV-5-Depot, aber anyway, wir sehen hier, das läuft natürlich super, das müssen wir natürlich auch mal logarithmisch darstellen. Gerade dieses Jahr durch den Lauf der Rohstoffe ist das natürlich super gelaufen, macht mich aber irgendwie ganz irre, weil dieses DBE wirklich sich extrem bewegt. Ne? Also wir hatten heute auch wieder ging mit so einem Riesengap nach unten. Und jetzt haben wir mal ein gutes Beispiel. Ich habe dann, das geht, muss ich dazu sagen, geht wöchentlich rein. Also Freitag war Rotation. Letzte Woche war der fett im Gewinn. Ne? Da hat er sein Profit-Target von 7% erreicht. Also 7% Gewinn letzte Woche. Eine Woche natürlich super. Dann war ich am Freitag, habe ich Zähne knirschen. Da haben wir so ein Bereich, Beispiel von erst, ne? Total überkauft. Ne? Habe ich dann DBE gekauft und ging heute mit so einem Gap nach unten. Was habe ich gemacht? Ne? Bin da erstmal rausgegangen, weil ich da schon so viel verdient hatte und nicht auch wieder was abgeben wollte. Ne? Und genau das, was passiert, ne? Sobald man da rausgeht, ne? Läuft es dann wieder nach oben. Aber ich werde dann wahrscheinlich morgen dann wieder einsteigen. Das war wieder der Klassiker. Sobald man in Systeme eingreift,
geht's schief, ne? Aber gut, muss ja noch nicht, ne? Kann ja auch morgen dann noch tiefer eröffnen. Aber ja, das ist, ja, sieht man hier wieder, muss man halt laufen lassen. DBE schwankt halt, wie ihr hier seht, extrem stark rum, ne? Gerade diese Phase hier, ne? Wo diese fetten roten Kerzen, ne? Das auszuhalten, war schon schwierig. Aber was hat er denn da an Prozentwerten gemacht? Gucken wir das mal an. Also bei den Einzeltrades, ja, also sehen wir hier, ne, da hatten wir mal eine Phase, wo es dann mal richtig 7% runter, 2, 4, 3, ne, hier, das war der Trade, minus 7, dann wieder 7, das war zuletzt, diese Woche ist da noch nicht drin, ne, aber ihr seht zwischendurch, erreicht er oft sein Profit-Target, ne, also das läuft konstant gut und, also hier war dann DBB auch mal zwischendurch, ne, das war 21, hier geht's los, ab hier ist 2022, ihr seht jetzt überwiegend, nee, ausschließlich in DBE drin gewesen, wenn ich das dann einmal hier, DBA war auch drin, ne, aber sonst ausschließlich im Energiebereich, ne, also DBE sind die Energiefutures sind da drin. Okay. Der Urban schließt übrigens gerade sein hier Ivy und Clino Depot, ne? Aha, was ist der Grund? Hat er das begründet? Ja, er begründet hat einfach, da ich habe mit ihm am Wochenende noch hin und her geschrieben, er begründet hat, sage ich mal, banal damit, dass er sich mehr auf seine anderen Projekte fokussieren will, wobei eigentlich sein Hauptprojekt die letzten Jahre war das, ne? Ja, das bin ich überrascht. Ich meine, das ist auch überhaupt gar nicht, wobei ich dazu sagen muss, ich habe sowas Ähnliches auch nachgebaut und habe auch sehr früh mit dem Ivy 11 experimentiert, bin aber deutlich darüber hinausgegangen. Ich habe dann alle zur Verfügung stehenden oder sehr viele, also ja, an die 60 ETFs, die auch irgendwo eben nur einen Unterschied hatten in der Ausrichtung, die habe ich halt gerankt und habe mich strikt auch dran gehalten und habe dann immer die drei stärksten gekauft. Funktionierte bei mir auch überhaupt gar nicht. Ja, also habe ich lange, wirklich, ich glaube, über 3 Jahre oder so gemacht. Da ja, bist du irgendwie kurz. Marktphasen, ja. Schlechte Marktphasen, die habe ich hinterher noch mal analysiert. Also zumindest bei mir nicht. Ich habe, wie gesagt, aus diesem IW11 noch mal unterkategorisiert und hatte dann so 60 ETPs, ich glaube, das habe ich so noch abgespeichert, funktionierte bei mir auch gar nicht. Und ich hatte ja zu diesem Clino halt auch geschrieben, da hat allerdings ein anderer Kollege geschrieben, hat da sehr gute Erfahrungen mit. Als ich damit angefangen habe, ist auch schon ein paar Jahre her, aber fast parallel mit Urban, da hatte ich mit Urban auch nochmal gesprochen, habe gesagt, hör mal, in den ganzen amerikanischen Foren wird stark bezweifelt, dass Clino das selber gehandelt hat. Dann hatte er persönlich Kontakt mit dem. Ich meine, die haben sich sogar irgendwie mal getroffen. Und also indirekt hat Clino ihm das auch bestätigt. Deshalb weiß ich nicht, wo jetzt auf einmal die Aussagen herkommen, dass da Leute sagen, er hätte es tatsächlich auch live und selber gehandelt. Ja, okay. Zu Clino kann ich wenig sagen. Ich kenne nur das Buch. Zu dem System von Urban, das habe ich ja nachgebaut, ne, und kann das bestätigen, das ist gut, nur nicht ganz so gut wie publiziert, aber das ist kein schlechtes System. Okay. Ne? Also ja. Das, er hat in zumindest auf seiner Seite, wo er dieses Modell, sein Modell publiziert hat, da benutzt er dieses, da kriegen wir noch einen Vortrag zu, am Ende des Monats wahrscheinlich, das Tool ETF Replay benutzt. Ja, genau, das hat er. Genau. Und dieses ETF Replay, das werden wir dann aber dann nochmal speziell dann analysieren, hat einen großen Nachteil, dass er nicht den Intra-Months Drawdown berechnet. Der Drawdown ist definitiv höher. Also, aber grundsätzlich ist sein System nicht schlecht. Also wenn wir jetzt das auch mit hier im Weltslab, habe ich das ja auch nachgebaut, müsste ich raussuchen. Ja, nur die Kombination läuft irgendwie nicht. Also die Einzelwertauswahl, die läuft irgendwie nicht. Ja, ich habe einfach das Ivy einfach so gelassen. Ne? Also ich habe auch ein Sektorrotationsmodell, kann ich dir auch mal zeigen. Das läuft auch sehr gut, können wir gleich mal machen, wo ich eben auch erheblich mehr Werte drin habe. Aber ich habe mich hier einfach so auf diese. Bei mir lief es gar nicht. Vielleicht habe ich auch nur eine komische Marktphase erwischt, keine Ahnung. Ja. Also grundsätzlich ist dieses Modell, was Urban da publiziert hat, nicht verkehrt. Es ist nur in der Publikation nicht ganz richtig, sagen wir mal. Ne? Aber es ist auf jeden Fall performant und ist eine gute
gute Sache und sollte gerade dieses Jahr gut gelaufen sein, weil ja da vor allem die Rohstoffwerte ausgewählt worden sind. Ne? Das bin ich total perplex oder sagen wir über nicht perplex, aber überrascht, dass er da seine Sachen aufgibt. Das überrascht. Also die ergibt die nicht auf, er schließt nur das Musterdepot. Ne? Ja klar, aber das ist ja trotzdem eigentlich. Macht er, glaube ich, auch im November oder so in Frankfurt. Macht dann einen Seminartag wieder. Ich muss mal gucken, ob ich hinfahre. Weiß ich noch nicht. Ja, aber trotzdem überrascht das, ne? Also wenn irgendwas halbwegs funktioniert, und das ist ja grundsätzlich auch wichtig. Selbst das Original von Faber ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ne? Also das ist jetzt nicht so toll von den Kennzahlen, aber es ist trotzdem etwas, was funktioniert. Also wenn jemand irgendwie was sucht, ne? Also sucht einfach nach Mark Faber, das Ivy Depot heißt das. Ivy ist übrigens Efeu, ne? Übersetzt. Warum man das irgendwie so genannt hat, weiß ich selber nicht. Steht vielleicht im Buch, keine Ahnung. Ich glaube, er hat aber auch ein Problem, das haben wir immer in der Diskussion gehabt, halt dadurch, dass er dieses nicht in Amerika handelt, sondern in Deutschland handelt. Ne? Genau, da haben wir nämlich ein großes Problem. Damit hat er ein großes Problem, weil ich ihm auch immer wieder gesagt habe, er meinte, nö, das wäre nicht so dramatisch, aber irgendwie, ich gucke gerade, ich suche mal die Performance gerade raus. Interessiert mich jetzt auch mal eben. Ich denke, woran denn? Tag aktuell eigentlich immer. Hier. So. Er hat seit 2017 hat er in dem Ivy Klino-Geschichte hat er 11% gemacht, also im Gesamten. 2,8%. Ja, 11. Nee, 11 insgesamt, ne? Das ist natürlich eine Katastrophe. CAGR. Ja. Nicht CAGR, sondern Start, Ende. Per Anno 2,3. Mhm. So, aber beim Drawdown von 32%, ne? Weil der halt. Das stimmt irgendwas nicht. Also er ist komplett in den Corona-Crash gerauscht. Fast voll ist irgendwas mau, ne? Also gut, ja, ich habe ja. Hat dann im Januar 2021 hat er nochmal irgendwie fast. 30% Rücksetzer und jetzt im Juni, Juli, warum auch immer, hat er sich nochmal 20 gefangen und ich denke mal, das zu schließen. Ne? Ja, klar. Also das liegt vielleicht daran, dass er eben auch hier vielleicht in DBE drin war und das abgegeben hat. Ne? Ne, was war denn der Maxim hier? Also das ist nur ein anderes Modell hier. Hier haben aber er kauft halt komplett in Europa, ne? Das ist das. Ja, das kann natürlich gut sein. Ja, ja. Das ist die Problematik. Natürlich auch andere. Aber grundsätzlich, gut, wenn das zu stark schwankt, macht natürlich das keinen Sinn. Also vielleicht nochmal, damit die anderen das verstehen, diese Kleno-Selektion, die er da benutzt, ist halt Performance durch Vola letztendlich, ne? Vereinfacht ausgedrückt. Wählt also die Werte aus, die die höchste Performance mit der geringsten Volatilität erreichen. Und es ist aber nicht total, also ich habe es ja 1:1 nachgebaut, das war jetzt nicht total schlecht, aber es geht halt besser, wie ihr hier seht. Ne? Hier habe ich sogar weniger Handelsregeln drin. Es ist vereinfacht, es ist also einfacher und läuft besser. Aber das wundert mich das. Aber das kann natürlich auch, wie gesagt, wie du schon sagtest, an der deutschen Umsetzung liegen. Ne? Aber da müsste man sich mal mit ihm unterhalten. Ne? Vielleicht kommt da ja noch ein bisschen was nach. Er sagt nicht, also wenn man sich dazu anguckt, ist natürlich auch, wenn er hat da 2017 aufgelegt und er hat natürlich da, sag ich mal, gerade irgendwie 4 Jahre plus, keine Ahnung, und das ist natürlich auch jetzt ein sehr ungünstiger Zeitraum gewesen. Also ich glaube, im Backtest auf 2 Jahrzehnte oder 3 sieht das Ganze, glaube ich, ein bisschen anders aus. Ne? Ja, klar. Aber ich meine, wenn du das hier nach meinen Regeln gehandelt hättest, ne, mit 70%, ne, ist ja top. Natürlich auch einen entsprechenden Drawdown, die du dieses Jahr leiden musstest, ne, zwischendurch. Ne, von 20%, muss man dazu sagen. Das schwankt ziemlich, hat aber trotzdem gute Zahlen. Ne? Also im Durchschnitt. Aber es ist ein 1:1-System. Man kann ja dann das letztendlich, wenn man sagt, okay, ich will nicht so einen hohen Drawdown, dann setzt man halt die Hälfte ein. Ne? Also es ist trotzdem Drawdown versus, also ich betrachte ja dann immer das RR, ne? Sozusagen durchschnittliche Performance durch Drawdown. Und das ist ein 1, ja, eher, ja,
ein 1:1-System, ne? Also maximaler Drawdown ist genauso hoch in etwa wie der durchschnittliche Performance. Und wenn ich sage, ich möchte weniger Drawdown haben, dann kann ich das über die Position Sizing steuern, ne? Logischerweise. Und umgedreht auch. Ich habe ja diese, wenn ich diese 10 Systeme mixe, habe ich irgendwie, was habe ich denn da? Dann da kann man gehen, ich hebel das Ding ja, ich trete das ja voll gehebelt. Ne? Also mal sehen, habe ich das, können wir kurz mal, wir weichen jetzt ein bisschen ab, aber das ist ja kein Problem. Also wenn man die dann alle mischt, ne? Darum geht es auch. Ich glaube, dadurch wird die Sache auch noch ein bisschen besser. Dadurch, wenn man also mehrere Modelle fährt, ne, dann hat man das eine im Drawdown, aber das andere läuft dann halt. Ne? Das ist halt der entscheidende Unterschied. Modelle, da. Also wenn ich diese 10 Modelle hier mische, habe ich einen Drawdown von -6%. Nee, das ist gar nicht wahr. Sorry. Welchen habe ich? Das bin ich woanders. Sorry. Low Modelle Mix. 10 Markenmodelle. Ja, von 10% Exposure. Nee, das ist Max Drawdown. Weil muss ich mich wieder einlesen. Das stimmt hier irgendwas nicht. Das ist LBB. Wo habe ich denn das hier? Die Kombination. Das ist Marktmodelle. Wo habe ich denn das gemacht? Systemmix. Jetzt habe ich es richtig. Also wenn man die alle mischt, zum Beispiel hier die 10 Systeme, wo ich einen Teil, dann hat man Drawdown von nicht ganz 8% und eine Performance von 14%. Und 8% stört mich überhaupt noch nicht. Ne? Also ich fahre Hebel 4 bei IP. Ne? Also, der Mix macht es. Ne? Das ist eben auch wichtig, dass man da nicht nur ein System fährt, sondern eben eine Kombination verschiedener Systeme. Ne? Aber das können wir ja dann gerne auch mal ein andermal besprechen. Das zeige ich ja dann auch im Training Camp. Gut, wir hatten noch Fragen zum Foren. Ja, im deutschsprachigen, amerikanischen Raum interessant. Ich kann auch ein bisschen spanischen Raum, kann ich was erzählen. Aber es gibt ohne Ende auch natürlich auf Facebook oder auf Slack, Discord, Gruppen, die alle, denke ich mir, von der Qualität sehr unterschiedlich sind. Also ich merke, ich nutze da immer weniger. Es gibt ganz gute Gruppen, da muss man sich einfach ein bisschen umsehen, ob sich da Gruppen gefällt. Aber ich finde, die meisten Foren gucke ich einfach nur mal rein, wie so die Stimmung ist. Ne? Also richtig Foren, die gibt sehr spezielle Foren im Optionsbereich, sind da einige ganz gute. Aber die meisten Foren, gerade wo es um Stocks oder ETFs gibt, sind die Leute überwiegend voll als Buy-and-Hold-Trader. Ne? Also die ganzen Newbies, die da drin sind, gibt wenig qualitative Sachen, deswegen kann ich hier wenig nennen. Also ich nutze da wenig. Ich kenne einige Kollegen, die da irgendwie begeistert sind von einigen Gruppen bei Discord, die haben auch genannt, aber die fand ich alle nicht so gut. Das können wir aber auch durchaus mal als Thema nehmen, dass wir wirklich hier uns auch mal austauschen über Themen Foren oder was man so als Forenquellen nehmen kann. Das werde ich gleich mal mit aufnehmen. Das wäre ja auch mal ein interessantes Diskussionsthema, was man immer mal einschieben könnte. Dann würde ich das ein bisschen vorbereiten, würde mal gucken, euch mal zeigen, in welchen Facebook-Gruppen ich drin bin, aber es nicht unbedingt aktiv großartig nutze. Genauso könntet ihr dann vorbereiten, was in welchen Foren ihr drin, so drin seid. Genauso in Discord mal die Sachen zeigen und so fort, was es dann da so Feines gibt. Da können wir uns ganz gut austauschen. Das wäre ein interessantes Thema, um das mal konkret dann auszuführen. Ja, okay, nehme ich mal mit auf. So, jetzt sind wir ein bisschen ausgewichen. Also ich habe auch ein Modell, mal sehen, ob ich das so schnell hinbekomme, was eben auf diese ganzen Sektoren aufsetzt. Ja, nicht Leverage, ETS, wo habe ich denn das? Sektor ist ein S&P-Sektor. Das müsste ich vielleicht beim nächsten Mal zeigen. Das bereite ich nochmal vor. Da würde man ein bisschen Zeit verlieren, wenn ich jetzt irgendwie das raussuche. Obwohl, das hat klasse Systemzahlen. Das kann ich zumindest mal zeigen. Wie heißt das überhaupt? Irgendwie Sektorrotation, das ist das hier. Ne? Das macht gerade mal 9% und auch nur 10%, also 9% per anno und 10% maximalen Drawdown ist extrem gut von den anderen Systemzahlen, ne? Also vom Profitfaktor, hat eine Trefferquote von 86%.
Na, also das ist irre, das System. Das, wie gesagt, kommt im, diese Systeme kommen alle im Trading Camp. Also das, also reine Sektorreportation. Okay, dann gucke ich mal weiter hier. Also doch hatten wir bereits, ja, also dann, ich kann ja mal gucken, ob ich das irgendwie schnell hinkriege. Sage ich mal, und auch zeige, was da drin sind. Es sind 36 ETFs drin. LSR, jetzt müsste ich das mal finden. Wie heißt denn das Ding? Moment. Fonds Manager. Was mit 36? Wie heißt das Sample? Ich sehe kein 36. Doch hier. ETFs All, ja, das ist ein blöder Name, aber egal. Bauen wir das mal. Und dann gucken wir da auch mal rein. So, ich muss das mal zur Seite nehmen. Das nannte sich Sektor LSR. Also es geht um das, um die, diese Geschichte, wenn man das erweitert. Ne? Es ist also kam bisher mit diesen ganzen, wenn man also sehr viele Sektoren damit reinnimmt, das wird dann irgendwann kontraproduktiv, aber oder nicht besser, das System, weil man hier, ich habe ein klares Auswahlverfahren, wo ich dann diese entsprechenden ETFs mit reingenommen habe. Das müsste ich dann mal erläutern, aber gucken wir uns hier mal den Backtest an und es werden, wie viel werden davon gekauft? Das muss ich mal wieder reingucken. Baue das mal kurz nach. So, weiß ich nicht, wie viel gekauft werden. Da muss ich mir, gucken wir mal hier in die Beschreibung rein. So, Handelssysteme. LSR. Ja, zu viele Handelssysteme, nicht, noch nicht alle im Kopf irgendwo. Hier haben wir das LSR. Das ist nochmal die Selektion. So, Moment. So, wie viel kauft er denn? Top 5. Okay, das muss ich wissen. Monatliche Rotation. Hat hier Sektor-ETFs, keine Shorties drin und so weiter. Das bauen wir jetzt mal nach. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Position Sizing. Das können wir so lassen. Ab wann habe ich dazu Daten? Seite 2003. So, Period 2003. Können wir ein bisschen zurückgehen. So, und es werden 5 Positionen zugelassen und das läuft auf ETFs. Ja, das ist so ein Mix aus verschiedenen ETFs, die hier drin sind. Sektor-ETFs, die klassischen X-ETFs, ne? Also XLU, XLB und so weiter, XME sind da alle mit drin und noch ein paar andere. Und dann lassen wir das mal laufen. Das hat sehr gute Kennzahlen, finde ich. Also gerade normalerweise schwanken diese Sektoren, dieser Sektorbereich ziemlich stark, aber ich habe das einfach ein bisschen anders, das Regelwerk nochmal überarbeitet oder neu überlegt. Und wir gucken uns das mal an. Also Rotation eben auch wie hier einmal am Ende des Monats. Und was ich euch zeigen wollte, ist vor allem hier, das hat eine Trefferquote von 85%. Also wenn die 5 pro Monat getradet, ne? Und insgesamt gewinnen 86% dieser Geschichten, Drawdown von 10%. Und es hat eine schöne, ruhige Vermögenskurve, wie wir hier sehen. Ne? Das ist ein cooles Teil. Und was hat er dieses Jahr gemacht? Ist aber dieses Jahr ganz gut, ist dann, glaube ich, ganz gut gelaufen. Ich glaube, da fehlen noch so 2 Wochen. Naja gut, nicht gut gelaufen, aber ein paar Prozente gemacht. Aber ihr seht, das ist extrem ruhig, das Zeug. Ne? Also das erste Jahr rausnehmen. Ne? Macht nicht allzu viel her, ist aber wunderbar. Ne? Also man kann also auch mit diesen Sektor-ETFs ganz gut rotieren. Das funktioniert schon. Man muss aber hier andere Algorithmen verwenden als die üblich publizierten. Ne? Ganz klar. Aber das zeige ich, wie gesagt, genauer im Trading Camp. Ja, okay. Von euch noch Fragen? Also ich bin, glaube ich, ziemlich weit durch mit dem, was ich euch zeigen wollte. Ich glaube, das war es wesentlich. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, also ich nehme das gerne mal auf. Das wäre sicherlich etwas, was euch alle interessiert. Ja, wo und welche Foren kann man reingucken, überhaupt auch mal die Frage zu stellen, bringt es überhaupt einen Mehrwert, in Foren reinzugucken? Ich bin da
Mir nicht ganz klar, ob das Sinn macht. Natürlich, um werbend tätig zu werden, das ja, ne, so eine Art Guerilla-Marketing zu betreiben, das natürlich, ne, aber um jetzt aktiv irgendwie für einen selbst irgendwelche Informationen zu, rauszuziehen aus irgendwelchen Foren, fällt mir schwer. Also ich finde, da ist eher mehr Spam als irgendwie sinnvoller Content. Aber das können wir dann gerne mal als Thema mit aufnehmen. Ich habe noch weitere Themen. Wir mal sehen, wie wir das demnächst machen. Also Ende des Monats machen wir dann nochmal dieses ETF-Replay. Das macht Wolfgang, weil er dafür vieles macht, am 29.08. Dann habe ich noch verschiedene Themen wie Credit Spread mit Swing Setups. 0-DTE-Trading wollte ich mal auch mal mit euch machen. Da mache ich auch so ein bisschen was. Und Trading im Stundenchart. Da können wir mal gucken, wann wir was machen. Vielleicht wäre nächstes Mal auch dieses Forenthema ganz interessant. Ja, okay, denke ich mir, das reicht. Hat Spaß gemacht. Gruß aus der Karibik. Habt eine erfolgreiche, gute Tradingwoche. Und ja, vielleicht erleben wir doch mal irgendwann mal eine kleine Korrektur. Es ist wirklich langsam überfällig. Ne? Der Markt kennt nur noch eine Richtung. Und naja gut, in Foren liest man da natürlich, sind natürlich alle die Buy-and-Hold-Trader, die dieses Jahr große Schmerzen im Depot erleiden mussten, sind natürlich jetzt wieder oben auf. Ne? Also das ist dann auch nicht so schön zu lesen. Ne? Von daher wäre mal eine kleine Korrektur wieder ganz hilfreich. Okay, was kommt? Ja, vielen Dank. Ne? Ich danke euch auch und dann Gruß aus der Karibik. Dann bis nächste Woche und sorry, beim nächsten Mal gucke ich auch mal auf die deutschen Feiertage. Ne? Okay, macht es gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.